Sie sind ein Weichei, das erst um 11:30 Uhr langsam aus den Federn kommt und Ihre Alte geht arbeiten. Gratuliere, dann sind Sie ein moderner Vater, meine Damen und Herren. Leider sind das diese dummen Klischees, die wir hier bekämpfen müssen in unserer Show, der Speerspitze des aufgeklärten Fernsehens in Deutschland. Und viele Väter haben Angst sozusagen, auch im Kollegenkreis etwas von ihrer Männlichkeit einzubüßen, wenn sie sich um Kinder kümmern. Das ist falsch. Niemand, ich habe es noch nie besser und mehr auf den Punkt formuliert gehört als vom Tiger, von Boxlegende Dariusz Michalczewski. Dass ich mit dem Baby zusammen bin und dass ich die Pampers auch wechsle und ihn bade, das macht meinen Schwanz nicht kürzer. Natürlich sind mittlerweile viele Ehen so kaputt gegangen, weil der Vater aus dem Bad kam und die Frau ist sein Schwanz kürzer geworden. Hast du wieder den Kleinen gewickelt? Hat mir keiner gesagt, wenn ich wickel, Kleine wird der Schwanz kürzer. Man muss nur die richtigen fragen, ja? Viele haben nicht die Gabe, es so zu formulieren, dass man es versteht, aber das bin ich absolut überzeugt. Ja. Die Ärmsten der Armen, die haben in dieser Sendung ein Zuhause, meine Damen und Herren, am Rand der Gesellschaft. Jene 70 Millionen in der Bundesrepublik, die am Existenzminimum leben. Aber sie fangen an, sich zu organisieren. Gerade im Schulwesen, in den Gesamtschulen in Randgebieten mit einem Ausländeranteil von 293%. Da sind jetzt die sozial Schwachen, die etwas tun. Hören wir einen betroffenen Vater. Was diese Schulreform angeht, ist ja unglaublich Angst geschürt worden. Die wird in das Netzwerk reingetragen. Beispielsweise trifft sich der Unternehmer in der Mittagszeit im Lions Club oder im Rotary Club, da tauscht man sich aus. Am Nachmittag treffen sich die Damen auf dem Golfplatz, abends trifft man sich dann zum Vortrag im Überseeclub. Also so wird dann die Information sehr schnell im Netzwerk verteilt. Lions Club, Rotary Club, Überseeclub und Golfclub. Und das alles von 398 Euro im Monat. Wahnsinn, oder? Aber jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Wenn Sie zu Hause sitzen, Schwanz nicht kurz geworden, Mann im Golfclub, Frau im Lionsclub, wer ist denn dann überhaupt noch zu Hause? Ach so, die Kinder. Und die, wenn die ein Tier sehen wollen, dann ist das Allerwichtigste, dass die ganz, ganz, ganz leise sind. Die Kinder wissen und lernen, wenn ich ein Tier beobachten will und wenn es ein Eichhörnchen ist, dann muss ich still sein. Dann muss ich ganz leise sein. Sonst geht das Tier weg, dann werde ich es nicht sehen können. Das wissen die Kinder.